Hallo, wir sind wieder da. Wir sind gerade total verwirrt. Wir sitzen jetzt hier, keine Sau ist da. Und wir haben gerade mal rausgefunden, es gibt nicht mal ein Tor 3. Ja. Sondern es ist nicht mal... Also ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich hoffe, dass die eine jetzt gleich kommt, die Felina. Gott, ich habe gerade voll den Kopf in der Kamera. Egal. Schweiß. Ich bin halt einfach too big head. Aber ja... Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt die Einzigen hier sind. Ja. Warten wir es mal ab, oder? Würde ich sagen. Und alle gucken uns schon an, warum hält die Doofe dann die Kamera in der Hand? Scheiße. Okay, also... Wir haben voll einander klatscht. Total. Das sowieso. Wir gucken jetzt mal, also wir berichten euch wieder, wenn wir die anderen sehen. Dann geht's weiter, also schaltet wieder ein. So, meine Lieben, wie schon gesagt, jetzt sind wir am Standort. Wir haben die Felina getroffen, die gerade ein wunderschönes Geschenk von der Claudia auspackt. Oh, voll toll. Wow. Ja, ich habe auch was bekommen von ihr. Das packe ich aber gleich erst aus. So, auf jeden Fall ein Kettchen. Und ich habe noch was gesehen. Hast du nicht gesehen? Also es sieht ganz toll aus hier übrigens. Ah, oh, der Hammer. Die anderen finden wir auf jeden Fall bestimmt gleich auch noch, hoffe ich mal, oder? Ja. Ja, ey. Und die Felina, guck mal, was die mir geschenkt hat, die geile Sau. Von Stila, ein Lidschatten, ey. So, und jetzt komme ich mit meinem tollen Geschenk natürlich. Du kannst es so, wie lang du es tragen willst. Achtung, jetzt geht's gleich los. Die Felina ist ganz aus dem Häuschen hier. Und das ist für dich. Ich habe es nicht gut eingepackt. Ich bin nicht der Profi da drin. Aber ich hoffe, du freust dich trotzdem. Ja, du darfst auspacken, wenn du magst. Oder später. Und die Claudia, die kriegt auch noch was. Ich muss es nur gerade mal suchen. Du hast nicht mehr alle. Doch. Ein bisschen habe ich sie noch alle. So, ich muss mal gucken, wie viele kommen. Weil ich ja, das ist für mein Schatzi Claudia. Oh. Ich bin auch kein großer Einpacker. Also, das heißt aber schön. Aber es ist mit Liebe gemacht. Ja, das glaube ich dir. Komm schon mal gleich, ne? Ja, darfst du mal gucken, ne? Hier, diesen. Ja, okay, den das wird alles veröffentlicht. Wollte ich mir mitnehmen. Lila Traum, würde ich sagen. Ja, bitteschön. Bitteschön. Ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen. Klar. Oh, cool. Cool. Schoko, wie prima, geil, ne? Ja, ich hoffe, dass das für euch was ist. Und ich habe natürlich auch an meine Mitfahrerin gedacht. Hier für die liebe Helena. Die gibt es natürlich auch nur was umsonst hier, ne? Übrigens, ich wurde gesponsert und so. Nur, dass ihr es wisst, ne? Hier, alles klar. Gestochen. Gestochen dafür, dass ich meiner Mitfahrerin was schenke. Nur, dass ihr es wisst. So, und jetzt suchen wir noch die anderen Village People. Und dann geht die Sau hier raus. Ab und zu. Also, bis gleich. Nee. Ja, alle sind hell und hu und oh, es ist so aufregend hier, total. Alle sind total aus dem Häuschen hier, alle Leute gucken uns übrigens an. Ich finde alle, dass wir alle total einander klatschen haben. Hey. Wir machen übrigens heute alle einen wunderschönen Haul, meine Lieben, gell? Meine Liebe, nur wenn wir was kaufen, ne? Ja, genau, nur wenn ich habe noch nichts gekauft. Hast du nichts gekauft? Nee, ich war noch ganz tapfer. Ah, was ist das? Ist das ein Juke? Nee, Entschuldigung. Nein, die liebe Claudia hat uns mit Essen versorgt. Fake. Ist fake, total. Die liebe Claudia hat uns mit Essen versorgt. Ey, voll geil. Voll geil. Und wenn ihr das mal ganz kurz gucken wollt, ein riesen Einkaufszentrum. Und das sieht aus wie ein kleines Dorf. Absolut nicht. Ich glaube, das darfst du jetzt nicht reinstellen. Musst du rausschneiden. Was? Was denn? Das ist doch gut, wenn wir nur... Hallo! So, so, Leute, warte mal. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Setz euch mal da schön hin in die Reihe. Guck mal, was ich da gerade bekommen habe. Ihre VIP-Einladung. Nee. Auf the day von Claudia. Ja, so ungefähr. Ja, ne? Ja, mit Haardruck. Sehr hübsch. So, dann blickdichte Strumpfhosen. Ja, bei Primark. Sehr schön. Für 3 Euro. Geil, die unkaputtbar sind. Oh, ja, unkaputtbar. Aber die 120 Jahre. So, dann haben wir ein schönes Kleidchen. Ja, mit Kleid. Das ist sehr schön. Toll. Das ist bei H&M. Oh, Koschi. Und da ist noch ein Gutschein drin. Und der Blazer ist von S. Ollemann. Hat die geile Haare, oder? Ja, mach mal so ein Round. Oh, Hammer. Und das sind keine Extensions, nein, meine Lieben. Das ist alles Natur. Die Haare sind auch nicht gesponsert. Ja, die sind nicht gesponsert. Echt? Ja. Leute, ich hab's. Wir sind jetzt im Café und lösen unseren VIP-Gutschein aus. Wir haben übrigens hier eine Abonnentin schon getroffen. Und hier ist die andere, die kennen wir schon. Und die anderen holen sich jetzt noch schön den Kaffee. Schmeckt's? Mhm. Mhm. Ups, warum mache ich Wort da? Weiß ich auch nicht. Ja, ich glaube, wir gehen auch. Also, ja.
ich mir jetzt gleich was trinken holen, so Wasser oder so. Weil nach Kaffee. Guten Abend, Leute. Wir leben noch so ein bisschen. Wir sind wieder auf der Rückfahrt. Bisschen K.O. Bisschen K.O. ist gut. Guck mal hier. Ist das nicht geil? Geiles Ammo. Also das ist mein Face und Eye of the Day. Scheiß Augencreme von Balea. Oder scheiß Dings, wie heißt Bums? Nyx. Nur da hatte ich Nyx drauf. Alles andere ist Sleek, aber das hier, das ist Nyx, hat nichts gehalten hier. Hat sich so, da ist was angeknascht, das ist ja eklig. Bäh. Aber es gab ja erste Hilfe. Aber es gab erste Hilfe von Claudia. Die hat ja versucht, ein bisschen was zu retten. Scheiße war's. Hat doch nicht so gehalten. Ich bin total fertig. Wie sieht's? Was mache ich denn? Ich zoome, ohne es zu wissen, ey. Scheiße. Wie geht's dir, Helena? Mir geht's gut. Ja? Aber ich bin K.O. Sie ist auch K.O. Wir sind beide K.O. Ich glaube, mir sieht man's an. Und ja, unsere Fahrt nach Hause beträgt noch 59 Minuten. Da treffen, allgemeines Statement. Wie fandest du's? Toll, es war sehr lustig. War sehr lustig, ne? Ja. Ich weiß, ich war ja auch dabei. Nee, natürlich nicht. Also es waren geile Weiber mit dabei. Claudia war mit dabei. Dann, wie heißt denn die? Wer denn? Ach, die beiden Nataschas waren ja mit dabei. Die Natalie. Und die hatte was mitgebracht, aber das sage ich euch jetzt nicht. Also die Lippity Natalie hat was mitgebracht. Das kann man. Felina war da. Die Felina war da. Die war gut drauf. Gut drauf war die. Aber ich bin total fertig, ey. Geschenke gab es übrigens im Überfluss. Oh ja. Ich bin der stolze Besitzer eines Coastal Sand Gale Eyeliners in der Farbe Skyline Blue oder wie er heißt. Ich zeige euch das alles nochmal, wenn ich zu Hause bin. So separat. Und die Helena wurde auch ordentlich beschenkt. Ja. Was hast du denn alles gekriegt? Weißt du es noch? Ein Armband. Ja, ein Armband. Ich habe auch ein Armband bekommen. Und sonst, oh, es war viel. Ja, und was war das beste Geschenk? Das beste Geschenk von allen? Von wem war das? Das kann ich gar nicht sagen. Natürlich deins. Aber das eine habe ich noch gar nicht ausgepackt. Das große. Von mir. Nee, aber es ist Quatsch. Wir wollen ja niemanden zwingen, irgendwas zu sagen. Ihr kennt mich ja, ja. Ich bin ja eh so wie der beste Honk von allen. Ich habe ein Orli-Lack geschenkt bekommen. Jetzt muss ich es euch doch. Nee, ich kann euch doch nicht alles zeigen. Dann, was haben wir da noch gekauft? Wir haben eigentlich gar nichts gekauft. Ich habe was von meinem Freund gekauft. Ein Rucksack und ein T-Shirt von Puma. Voll günstig da, ey. Voll günstig. Das war der Hammer. Also es lohnt sich auf jeden Fall einmal hinzugehen, wenn man jede Menge Geld hat und auch bereit ist, das auszugeben. Aber ansonsten, würdest du noch mal hinfahren nach The Village People? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also es ist... Wenn man irgendwas Bestimmtes will, von irgendeiner bestimmten Marke, dann ja, aber ansonsten würde ich sagen, hat sich das nicht so gelohnt. Abonnententreff war gut. Gell? Ja. Abonnententreff war super toll. Die besten Abonnenten waren da. Die besten Abonnenten waren da, ohne Scheiß. Die waren so lieb. Die waren so goldig, ey. Also jederzeit wieder. Und wir Mädels, wir haben auch schon gesagt gehabt, irgendwann, also jetzt im Sommer wollen wir eins in, oh, jetzt bin ich total überbelichtet, ey. Wir wollen eins in Wiesbaden machen. Und ich, aber das kläre ich euch auf jeden Fall nochmal auf dann, ne? Das ist dann noch zentraler. Dann könnt ihr noch, können noch bessere Abonnenten von euch kommen. Und, vor allem mehr. Vor allem mehr. Mehr Abonnenten können kommen. Und ich persönlich, ich würde ganz gerne, schreibt es doch mal in die Kommentare auf jeden Fall drunter, ob ihr vielleicht im Herbst, im September sowas, ein Treffen in Monnem oder in Ludwigshafen haben wollt. Vorteil in Monnem ist, es ist zentral, das ist ein großer Hauptbahnhof und jede Menge Geschäfte zum Shoppen. Oh ja. Jupp. Vorteil an der Rheingalerie in Lu wäre zum Beispiel auch jede Menge Geschäfte, unter anderem auch Hollister zu finden, also die mit den geilen Knackärschen vor der Tür, gell? Auf jeden Fall. Und Kiko wäre natürlich da, also das könnt ihr gerne mal posten, wo ihr ein YouTube-Treffen haben möchtet, im Herbst, was ich veranstalten möchte. Das von Wiesbaden reden wir, ist nicht der Rede wert. Doch, es ist der Rede wert irgendwann, wenn es dann soweit ist. Und ja, Helena und ich,
wir haben vor, irgendwann noch nach Primark zu fahren, oder? Genau. Genau. Wir müssen unbedingt hin. Unbedingt, weil wir sind die Bonzen und wir müssen das Geld ausgeben. Das, was wir heute nicht ausgegeben haben, weil wir einfach zu reich waren, müssen wir beim billigen Primark ausgeben. Weil wir sind die Bonzen. Und Scheiße. Und wir fahren übrigens voll im Bentley. Wir fahren mit dem Bentley jetzt gerade nach Hause. Und da zeige ich euch dann nochmal, was ich genau bekommen habe. Und ja, ich wünsche euch ansonsten, ich weiß nicht, ob ich Fotos mache, vielleicht schneide ich das jetzt auch gleich raus. Bäh. Wenn nett und ich nur Fotos machen sollte, sage ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und bis bald. Ciao.